Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Hier ist es mal wieder. Daily Shop News Zeit. Hier unten haben wir nach wie vor die Mythic Farnsworth Box. Mit Professor Farnsworth in Mythic, Burger Addict, Teddy, Baked Evil Monkey, Butter Toffees und Lois Griffin. Aber bevor wir jetzt weitermachen, gucken wir uns erstmal den ersten Kommentar an. Von Maxi Max, bin ich der Einzige, der hier aktiv kommentiert? Oh Mann, ich glaube, ich mache mal eine Kommentierpause. PS, Grüße gehen raus an alle, die Klaus Heißler, den Klaus Heißler feiern. Oh, den. Nein, tu es nicht. Maxi Max, wenn du nicht mehr kommentierst, kommentiert gehört. Ja, kann ich mir diese Funktion hier sparen? Was würde ich ohne dich tun? Kann doch nicht wahr sein. Mein einziger Kommentator. Naja, ist nicht der einzige. Es wäre ungerecht den anderen gegenüber. Aber tatsächlich bei den Animation Throwdown Videos bist du momentan der einzige, der noch kommentiert. Na gut. Ich würde was vermissen. Du es nicht. Also. Gut, jetzt geht's weiter. Jo. Schauen wir mal hier rein in die Mom's Box. Und da ist nach wie vor die Peggy drin. Dann gehen wir in den Shop rein und gucken mal, was da so aktuell am Start ist. Die haben tatsächlich jetzt hier. Jetzt kam die Box raus. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist, muss ich sagen. Die Trip Chinchilla Box ist das. Dann haben wir einen Trippy Zoidberg. Mal den mal hochpushen, also so viel Leben, 10, 32, ja, fünffach motivieren, achtfach Leech, neunfach Gas, ja, ist schon eine ziemlich coole, wirklich ziemlich coole Pre-Combo. Gucken wir mal hier rein in die Chinchilla, in den Chinchilla Addict Wayne, kenne ich noch nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir den hochpushen? Auf 4,38. Welche Kombos gibt es denn mit dem überhaupt? Adderall, Stewie, Internet Pornos. Also die üblichen Shapelift Addict. Die üblichen Addicted Kombos. Ist da irgendwas Besonderes dabei? Kann ich jetzt erstmal nichts auf Anhieb ausmachen. Burger Addict Teddy ist halt echt übel, ne? Burger Boss Bob, geil. Bravo Addict, ist auch cool. Ja gut, müssen wir einfach mal Trippy Farnsworth. Und da ist er auch schon hier, dieser Trippy Zoidberg. Ja. Dann haben wir den Baked Evil Monkey, bei dem sehen die Kombos ähnlich aus. Butter Toffees, Lois Griffin und Hank Hill. So, ja. Rein prinzipiell müsste ich mir tatsächlich diese Box hier holen. Aber ich will noch bis zum Montag warten. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der sich eine Box holen will. Wartet wenigstens bis Montagabend. Ich weiß, okay, das ist Siege vorbei. Aber schaut erstmal da rein, was es da gibt, um euch dann noch zu entscheiden. Was tut denn hinterher, wenn ihr die ganze Zeit Gems farmt, ja, und dann letzten Endes gibt es sie aus und dann ein paar Tage später kommt eine Box raus, wo ist auch scheiße. Geil, die hätte ich lieber gehabt, ja. Wartet lieber die paar Tage bis zum Montagabend und dann entscheidet euch, welche Box ihr dann nehmt. So, dann geht's hier rein in die Meisterschaft, also in die Combo Mastery. Und da haben wir jetzt wieder ein paar ganz interessante Combos dabei. Und wir fangen jetzt mal an mit einer meiner Lieblings-, also was heißt eine Combo, die ich sehr, sehr gerne spiele. Das ist die Balloon Sniper. Ja, und das nicht ohne Grund. Also hier mit dem Gene zum einen. Kommt schon ein bisschen was zusammen. Raygun. Ja. Mit relativ viel Punch. Je nachdem, ob ihr die Quad-Fused habt. Heilen.
und noch Leben mit hinzubekommen, wenn eine andere Combo ausgespielt wird. Also hier bei der Mythic Louise ist es natürlich mega geil. Ja. Aber 500 Gems nach wie vor. Lieber hole ich mir, ganz ehrlich, lieber hole ich mir eine Box dafür, als jetzt bei einer Combo ein paar Prozentpünktchen mit hinzuzubekommen. So, und dann geht's weiter, dann kommen wir auch schon zu der nächsten Combo. Die ist jetzt weniger prickelnd, das ist der Joystick Stewie. Steve. Sorry, Joystick Steve. Ja, das ist wieder mit den Gamer-Karten. Und dadurch kann die natürlich auch nicht stark werden. Wir haben sie einmal hier mit Gamer, dann mit Moms, Homestyle X-Cube oder hier mit dem Burger Boss in Rare, in Selten. Da kann es, was soll dabei rauskommen? Das kann niemals stark werden. Also lohnt sich auf keinen Fall, dafür 500 Gems rauszuballern. Dann gehen wir mal weiter in die nächste Combo, also da war ich überrascht, aber what is this? Kannte ich persönlich jetzt noch nicht. Und ich spiele den Roger sehr gerne. Und gleich werdet ihr auch verstehen, warum ich die nicht kenne. Das ist nämlich die hier. Das ist doch die einzige Combo, die es damit gibt. Das ist mit dem Food Truck. Sonst gibt es diese Combo-Karte nicht. Nur mit dem Food Truck. Keine anderen Karte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich keinen Food Truck bei mir im Deck habe. Ich kann mich eigentlich kaum. Es war in der Anfangszeit mal. Habe ich den gerne mit der Linda noch gespielt. Aber ansonsten, seitdem kann ich mich nicht erinnern, dass ich diese Karte jemals auch mal irgendwo wieder gesehen hätte. Also die Combo ist für die Füße. So. Dann geht's weiter. Gehen wir in die nächste Combo rein. Und die letzte Combo damit ist der Cab Driver Brian. Und der Cab Driver Brian, den schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist der hier auch wieder mit einer Fahrzeugkarte. Food Truck, da sieht man wieder Red Ford Truck, Stance SUV, Thunder Cougar Falcon Bird. Ja, aber da unten mit dem Golfball Escape. Ja, auch das, Leute, lohnt sich nicht. Also heute braucht ihr, wenn ihr nicht gerade irgendwie, was weiß ich, Gems ausgeben wollt, für die ganzen Free-to-Play-Spieler lohnt es sich heute nicht, nach den Combo Masteries zu schauen. Wenn ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte, dann lasst mir doch mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Bitte, 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 bitte. Läutet auch die Glocke, um darüber informiert zu werden, wenn wir neue Videos rausbringen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.